Hallo und herzlich willkommen zum 7. Vegan Wednesday. Jeder Veganer hat schon mal folgenden Spruch gehört. Vegetarier kann ich ja noch verstehen, aber Veganer? Ist das nicht ein bisschen extrem? Viele Leute verstehen, dass es Menschen gibt, die kein Fleisch essen wollen, weil dafür Tiere getötet werden. Allerdings sehen sie oft in Milch und Ei keine Probleme und es gibt selbst genügend Vegetarier, die in Milch und Ei eigentlich kein Problem sehen. Deswegen möchte ich einmal alle Mythen um Milch und Ei aufklären. Heute geht es um Milch, nächste Woche um Eier. Oft wird der Milchindustrie nachgesagt, dass sie die Tiere zwar auch nicht gerade gut behandelt, allerdings werden dafür ja keine Tiere getötet. Und für alles andere kann man ja auch noch Bio kaufen für die artgerechte Haltung. Wenn man so eine Aussage hört, dann weiß man leider, dass die Person keine Ahnung hat und sich überhaupt nicht mit der Thematik auseinandergesetzt hat, weil das ist reines Stammtischwissen. Viele Menschen bringen ja auch das Argument, Kühe müssen gemolken werden, sonst sterben sie. Und es gibt wirklich Menschen, die das glauben. Und ich nehme mich da nicht aus. Ich selbst habe das auch jahrelang geglaubt, bevor ich mich damit auseinandergesetzt habe, weil mir das einfach von überall erzählt wurde. Allerdings sollte man mal über die biologische Idee von Milch nachdenken. Kühe sind Säugetiere. Wie der Mensch auch. Wann gibt denn ein weiblicher Mensch Milch? Wenn sie schwanger war. Glaubt ihr wirklich, dass Kühe ihr Leben lang so viel Milch geben, was nur für den Menschen gedacht ist? Kühe werden circa einmal im Jahr künstlich befruchtet, um die Milchproduktion anzuregen. Ja, der offizielle Begriff ist künstlich befruchtet. Viele Tierrechtler benutzen lieber das Wort vergewaltigt. Ja, da kommt einmal im Jahr ein Tierarzt, steckt den ganzen Arm in die Vagina der Kuh und befruchtet die Kuh künstlich. Ohne das würde sie keine Milch geben. Und jetzt gibt es bestimmt gleich wieder irgendwelche Experten, die schreien, hey, das ist doch keine Vergewaltigung, das ist doch nur eine Kuh. Ja, ich möchte euch mal sehen, wie ihr ungefragt bei irgendeiner wildfremden Frau euren ganzen Arm in deren Vagina steckt und dafür nicht in den Knast wandert für Vergewaltigung. Hä? Ja und? Trotzdem werden die Kühe dann ja immer noch nicht getötet. Ja, dazu komme ich jetzt. Nach der Geburt des Kalbes wird sofort selektiert. Einem Teil der weiblichen Kälber blüht das gleiche Schicksal wie ihrer Mutter. Der Rest, inklusive aller männlichen Kälber, werden ein paar Wochen lang mit Milchersatz gemästet und danach zu Döner verarbeitet. So blöd es klingt. Ergo, es wird in der Milchproduktion getötet. Früher oder später sowieso, weil am Ende der Milchproduktion steht für die Mutterkuh auch die Schlachtung. Eine Hauskuh kann zwischen 20 und 25 Jahre alt werden. Als Milchkuh wird sie allerdings meistens schon nach 5 bis 6 Jahren, sobald die Milchproduktion nachlässt, geschlachtet. Betrachten wir das Ganze auch mal von einer anderen Seite. Für wen ist die Milch, die Kuh gibt? Richtig, fürs Kalb und für niemanden sonst. Für keinen Babyaffen, für keine Babyratte, für keine Babygiraffe, für keinen Babyelefanten, für keinen Babymenschen, für keine jugendlichen Menschen und auch für keine erwachsenen Menschen. Nur fürs Kalb. Keine Diskussion. Die einzige Milch, die wir Menschen brauchen, ist die Milch von unserer Mutter nach unserer Geburt, während unserer Säugungszeit. Danach brauchen wir nie wieder Milch. Und findet ihr es auch nicht irgendwie komisch? In den Medien liest man ab und zu mal von einer Bewegung aus den USA, die jetzt auch langsam nach Europa rüberkommt, bei denen die Kinder länger gesäugt werden als nur ein paar Monate oder nicht wie lange, auf jeden Fall bis zum 5. oder 6. Lebensjahr bei dieser Bewegung werden die gesäugt. Und dafür werden die besonders stark kritisiert. Von allen Seiten. Aber dass der Großteil der Menschheit sein Leben lang die Säuglingsnahrung eines anderen Lebewesens konsumiert, ist nicht schräg? Also, das will echt nicht in meinen Kopf. Zu guter Letzt sollte man sich vielleicht auch mal die Frage stellen. Will ich ein kurzes, qualvolles Leben? Und werde früh geschlachtet und aufgegessen? Oder ich will ein langes, qualvolles Leben, werde regelmäßig vergewaltigt, mir wird regelmäßig mein Kind entzogen, das Kind wird dann geschlachtet oder dem blüht das gleiche Schicksal wie mir. Ich lebe ein paar Jahre und am Ende werde ich doch geschlachtet. Also, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich würde Nummer 1 nehmen, wenn ich mich entscheiden müsste. So, das war's dann auch schon wieder mit dem Vegan Wednesday für heute. Wenn es euch gefallen hat, dann schreibt mir einen Kommentar. Schreibt mir vielleicht auch noch andere Videoideen in die Kommentare, wenn ihr irgendwelche Themen habt, die ihr unbedingt besprochen haben möchtet. Wenn ich vielleicht auch noch irgendwas zum Thema Milch vergessen habe, dann schreibt es mir. Vielleicht kann ich ja nochmal ein zweites Video dazu machen. Artikel wie immer auf das-stimmt.net.
Link in der Videobeschreibung, einfach mal draufklicken. Da sind sonst auch noch ganz viele andere Artikel von mir und meinen Freunden. Ist lesenswert, auf jeden Fall mal auschecken. Sonst lasst mir auf jeden Fall eure Feedback da. Erzählt mir auch, ob ihr irgendwas nicht wusstet, weil ich persönlich weiß beispielsweise von wirklich vielen, dass sie das nicht wissen, dass die Kühe regelmäßig vergewaltigt werden. Sonst, naja, like, subscribe and all that good shit. Das kennt ihr ja, ne? Und tschüss mit Ö.